Ja, dann sehen wir los. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie wird von einem Vogel verfolgt. Ja, in der letzten Folge, die ja nun wirklich ziemlich lang war, haben wir dieses Schiff jetzt bekommen. Und wir haben jetzt eine lange Reise vor uns. Ein langes Abenteuer, das er schon vor einiger Zeit begonnen hat. Und ja, bin mal gespannt. Eieiei. Was wir noch hier erwarten, und das hier erinnert mich doch ganz stark an ein ganz anderes Spiel. Komme ich überhaupt so weit dahin? Nein, wir müssen dicht daran. Oh, das war daneben. Das war... Hoppala. Eieieiei, eine Seeschlacht bei so einem Wetter. Das ist ja nun gar nicht schön. Aber das Schiff kriegt auch Schaden. Ei, der hat richtig gesessen. Oh, der ist nicht so. Jawohl. Na dann. In Ordnung, auf geht's. Oh. Wow, der Fette. Eieiei, lass dich mal hier durch. Nein, nicht ins Wasser, ich wollte da durch. Hoppala. Eieiei. So, na Digga. Was ist mit dir? Willst du nicht über Bord gehen? Nein? Doch. So weit kommt es noch. Hier eine Idee von hinten das Ding reinzuschieben. Oh ja. Oh. So, und noch ein Schlag für dich. Ah. So. Nein, rüber da. Na dann. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich.
Jetzt lasse ich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Gut, und wo geht jetzt hin? Ja, was für ein Unwetter hier, ey. So, wir müssen mal gucken, wo sind wir denn? Wir sind da. Und, wo sollen wir hin? Rekrutieren. Schützen. Das Lager befindet sich auf einer Insel vor der Küste von Phokis. Sie ist südlich von der heiligen Landen des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Ja, super. Gib ein paar Punkte und eine Waffe, wie es aussieht. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Küste von Phokis. Wo ist denn Phokis? Da wird noch nichts angezeigt. Phokis ist ja hier oben. Süd befestigt. Aha. Und entdeckter Anführer. Dann würde ich mal sagen, hier ist eine Insel. Da mache ich mal ein Zeichen hin, dann weiß ich so in etwa welche Richtung ich muss. Gut festhalten! Poseidon und Zeus sind zornig und streiten darüber, wer unser Schiff so. Da kommen wieder alte Erinnerungen hoch. Ach ja, wie war das damals so schön bei Black Flag? Immer die wunderbaren Seefahrten und so. Und jetzt machen wir auch hier Seefahrten, Seeflaggen. Moment. Eine Besatzung anheuern. Söldner, Banditen und viele andere lassen sich anheuern. Okay. Da ist ein altes Schiffwrack in der Nähe. Das ist mein Ziel. In Ordnung. Dann lassen wir unseren Vogel noch mal ein bisschen mehr gucken hier. Da ist ein Fragezeichen. Gut. Mehr scheint er im Moment nicht zu sein. Oben ist noch einer, den haben wir. Gut, dann lass mal sehen. Wo kommt der denn her? Toilette oder was? Bist bereit zum Anlegen?
Ja, ihr könnt gut singen, das ist toll. So, einer war da oben. Dann schleichen wir uns mal von hinten ran. Was ist jetzt? Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Der Niederschlag geht mit L3. So. Du bist stark. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Okay. Warte mal. Ah, jetzt haben wir oben auch Schiff. Aha. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff an oder so. Ja. Wenn du nicht auf der Adrastia bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Okay. Eieiei, jetzt müssen wir da mal wieder. Okay. Aussehen des Schiffs. Das heißt, wir können auch das Aussehen wieder ändern. Das Adlerbild war ein Glücksomen für seine Dreher und gleichzeitig ein schlechtes Omen für jene, die es sahen. Okay, was haben wir denn? Im Moment nichts. Sind ja auch gerade jetzt angefangen. Die Figur vorne, ja. Die Mannschaft. Da sind auch noch drei Dinger frei. Spezielle Bootsleute. Den einen haben wir jetzt. Plus 3% maximale Pfeilschaden. Okay. Anheuern. Ah ja, lange drücken. So. Gut. Den einen haben wir. Da können wir noch 3 machen. Dann haben wir hier oben was. Feuerschalen. Halte L2 und R1 gedrückt, um Brandfalle zu verschießen. Aha. Okay, das kostet immer was. Und Baumstämme, nehme ich mal an, habe ich jetzt noch nicht. Brauchen wir 105. Weiß jetzt nicht, wie viele wir haben. Auf jeden Fall nicht genug, wie es aussieht. Speerwurf. Pfeilsalven. Da fehlt auch wieder Holz. Da fehlt Holz. Da fehlt Holz. Überall fehlt Holz. Da fehlt das Geld und Leder. Und diese Brocken. Okay. Na dann. Das sind die Pfeilschaden. 4218. Hier Schiffszustand. Okay. Gut.
Gut. Das ist das. Ach, da oben sehe ich das jetzt genau. Ich habe erstmal ganze Zeit nur unten hingeguckt. Hier oben ist das Holz. Da, Olivenholz, haben wir 23. Wow, und bei den anderen Sachen, so wie hier, brauchen wir 105. Da unten brauchen wir Holz 130. Okay. Müssen wir noch jede Menge Holz sammeln. Und andere Sachen. Okay, das sind die Dinge. Fähigkeiten habe ich 3 Punkte im Moment. Und ja, kurz vor dem Spielstart habe ich halt die Meldung bekommen, dass wir aufleveln können bis Stufe 99. Vorher war das viel weniger, weiß jetzt nicht, was das noch war, auf jeden Fall um einiges weniger. So, jetzt können wir bis 99 erhöhen. In Ordnung. So, dann können wir mal kurz hier auf die Karte gucken und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, wo sind denn noch die anderen Soldaten? Ich hab's gesagt, hier böse Buben, die wir da unten, ne? So, gucken wir mal. Okay, neue Region entdeckt. Das ist toll, das ist fein. Drei auf einer Ecke, der eine ist da hinten. Ich nehme erstmal das mit, was ich kriegen kann. Die haben blaues Segel da hinten. Genau. Weiß es nicht, wann der da kommt. So, was willst du? War das gerade ein Gefeil, du Dödel? Hä? Hier bin ich. Ach nein. So, weg mit dir. Du hast ja angefangen. Durchsuchen. Der hat einen Eisenbrocken. Der hat nix. So, und die habe ich niedergeschlagen. Kann man mal kurz durchsuchen. Ach, Drachmen, okay. So, dann komm mal her. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Neue Besatzungsmitglieder erhalten. So,
Dann kommen wir noch ein bisschen umsehen. Da ist noch die Kiste. Aha, neue Schuhe. Wir haben neue Schuhe. Inventar. Neue Schuhe sind immer gut. Wow, 200 immerhin. Die sehen so aus. Und jetzt die neuen. Ah ja, etwas dunkler und anderes Muster. Gut. Dann können wir zurück auf unser Schiff. Na, was macht ihr da? Wer stärker? So. Da ist er. Gut, den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine schönen Wettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere. Ja, ich notiere, ich weiß. Moment. So. Das war jetzt mein. Nee, das nicht, aber das hier. 98, alles klar. Und die hat reingehauen mit 81. Dann ist ja 98 besser. So. Die sind selten, aber immerhin. Darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Ja, okay. Gut. Was haben wir denn hier? Ach, lagern, abholen. Ausrüstungskapazität. Aha. Lager. Können wir da jetzt unsere alten Sachen reintun? Das ist ja geil. Das ist ja toll. Speere. Speer lasse ich, oder? Könnte man lassen. Naja, wobei. So, 55. Okay, die Dinge, das lasse ich mal. Ein Dreier, der ist schon sowieso so schwach, der ist schwach. Achso, Moment. Gut, der eine geht erst bei 8. Da sind wir ja bald. Gut, das eine. So, dann können wir hier in die Kiste reingucken und dann haben wir hier die ganzen Sachen. Das ist toll. Man sieht immer wieder was. Also, was ist denn für den Anfang? Wir hatten, ich glaube hier, ne? Bei den Armen, genau. So, jetzt ist das wieder besser. Kann das auch angucken? Oh, das ist Krieg. Ja, gut. Muss jetzt nicht alles sein. Ah, ja, ja. Dann lege ich das andere auch mal hier ab.
Das kann erst gut von mir aus auch. Man weiß dann, wie oft man irgendwas findet, ne? So, ablegen. Bereit, Segel zu setzen! Kapitän, du bist zurück! So, mal gucken, wir müssen jetzt. Da hinten hin. La la la. Oh, was war denn das für ein Ölfisch hier? Oder diese ganzen Haie da, ey. Oi, Delfine! Wir haben Begleitung. Oh, was für hohe Wellen hier. Eieieiei. Würde gerne auf Reisegeschwindigkeit gehen, aber hier ist so viel los. Mal hier haben wir noch ein anderes Schiff und was dann? Tut, tut. Hallo, ich komme. Heute sind die Götter mit uns, Kassandra. Sie ist ruhig und der Wind ist warm. Das nennst du ruhig? Naja, bei so hohen Wänden, also bin ich nicht gerade. Das Gesicht der griechischen Welt, sage ich. Ja. Sind es nicht Spartaner oder Athener, dann Banditen oder Piraten. Mögen die Götter uns schützen. So, können wir hier irgendwo anlegen, wo wir Lust haben? Siehst du die Insel? Da habe ich die Besten gewesen. So. Das ist noch dichter dran. Treibgut oder von Treibgut? Dann lass mal sehen. Haben wir doch noch hier irgendwo eine Anlegestelle? Wo ist denn die Anlegestelle, wenn hier eine ist? Für unser großes Schiff hier. Bis jetzt sehe ich nichts. Und ich glaube nicht, dass. Nö. Ist gut. Ich mach das dann so. Dichter können wir nicht ran, weil der Schiff so groß ist. Und eine Anlegestelle habe ich jetzt hier nicht gesehen. Eine vergessene Insel. Okay, wer hat die denn vergessen mitzunehmen? Höhle auf der vergessenen Insel. Na dann. Ei, 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 ei.
Eine Höhle auf der Insel, die ist ja zu dunkel. La 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 la. Da gehe ich jetzt mal rein. Eine Insel in der Höhle. Na dann. Ab nach unten. Aber langsam. Wow. Halleluja, bist du wahnsinnig. Was ist das denn hier für ein Goldbarren? Noch mehr Goldbarren. Okay. Im oberen Bereich ist nichts. Dann schauen wir uns mal hier unten um. So. Halt, Kiste durchsuchen. Jagdbogen. Okay. Das ist nicht von dieser Welt. Wieso? Hat da gerade jemand geklopft oder was? Jagdbogen, lass mal gucken. 5% Attentatwaffen und 1% auf kritische Treffer. Na, immerhin. 65, 85. Dann her damit. Gut. Warte mal. Huch, nein, ich will meine Fackel haben. Hallo. Ich drücke auf Fackel und dann. So, behalte die doch mal in der Hand, Mann. Was bei Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Aber so einen kleinen Blick da durchwerfen. Gut, wenn du irgendwann später da durchkommst. Naja, ich meine, Lara hätte einen Weg gefunden. Nur mal so, ne? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Aha. Geht's da noch hoch? Ne. Wo kommen wir denn hier hin? In einem anderen Abschnitt der Höhle, da ist Wasser. Okay, dann mal rein. Wow, ist das hier hell? Wieso ist das hier so hell? Okay. Da ist ein geheimer Eingang, wenn man das so will. Na gut. Ja, ich weiß, dass ich Punkte habe, aber die will ich jetzt noch nicht ausgeben. So, dann mal hier hoch. Eieiei, okay, da können wir leider noch nicht hin, Kollege. Kapitän, wir haben auf dich gewartet. Mhm.
Das ist jetzt mein Zeichen, was ich gemacht habe. Genau. Markierung wegnehmen. Machen wir mal. Hier die Markierung weg damit. So, aber da ist doch irgendwas. Piratenleben. Da ist doch was. Nehmen wir das Schiff noch mit. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, okay. So. Hoppala. Vorsicht, Männer. Ich komme. Lass mich das hier nochmal angucken. La 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 la. Hallo? Die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn! Ich werde dir bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Okay, Piratenleben. Ich hab's doch gerade gedrückt. So. Das ist hier? Ist das denn von mir vorbei oder was? Wir können da oder da erstmal, ne? Ich soll ja erstmal hier hin. Megaris. Wo ist denn? Warte mal. So. Ah ja, ja, so viel hier. Hier sind so viele Orte. Mykonos ist noch da. Paros. Melos, Mesari oder Mesara. Ah ja, ja, hier sind noch so viele Sachen. Lakonien. Wow. Okay. Hier haben wir Piratenleben. Und hier unten ist dann halt eben die Reise.
Gut, dann können wir ja auf einem Weg erstmal das hier machen. So. Da oben scheint noch ein Eingang zu sein. Dann schaue ich mich da doch noch einmal um, bevor wir gleich hier die Folge beenden. Vielleicht finde ich hier noch was Wertvolles. Vielleicht mein Schatz, einen richtig großen oder so. Oh, schon wieder dieses Erdbeben. Oh, oh. Wow. Heilige. Ja. Jetzt bin ich ja wieder hier bei den Goldbarren, hätte ich fast gesagt. Ah, toll. Tauchen wir wieder durch. Die eine Tür nach oben da, die ist immer noch geschlossen, genau. Alter, was ist denn das? Jedes Mal, wenn ich hier neu rankomme, wird der Spalt größer. Haut da irgendwas dagegen oder was? Aber ich sehe hier nicht so viel. Was kann das denn sein, sag mal? Da komme ich leider nicht durch. Naja. Gut. Müssen wir vielleicht noch einen Weg finden, damit das nochmal aufgeht oder was hier. So. Noch einen Weg gibt es aber wohl nicht. Dann wieder rein ins Wasser. So. Dann ab hier wieder ins helle Licht. Hier was? Nein. Kannst du mal... Gut. Dann war wieder mal ein bisschen hier unter Wasser. Ein bisschen Luft haben wir ja noch. Aber hier ist wohl nichts zu holen. Das ist ein Hai. Eieiei. Vorsicht, ein Hai. Gut. Was ist das für eine Insel? Was hat die für ein Geheimnis da? Man weiß es noch nicht. Na gut. Okay. Dann begebe ich mich wieder auf mein Schiff. Und dann fahre ich erstmal woanders hin. Den einen Kollegen da retten. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr geht bis dahin nicht baden. Aha. So. Hopp. Dann sage ich danke fürs Mitfahren und so. Und dann stecken wir ihn jedes Mal wieder in See. Bis dahin, mach's gut und ja, bye bye.